Ein herzliches Moin Moin an alle Zockerkollegen. Und herzlich willkommen zu einem Let's Battle Far Cry 2. Ja, die letzte Aufnahme ist schon ein wenig her und jetzt wollen wir wieder weitermachen. Und es geht los mit Far Cry 2, wie ihr unschwer bemerkt habt vielleicht. Und zwar werden wir drei Runden spielen. Die erste Runde wird, also alle Runden werden 10 Minuten lang. In der ersten Runde spielen wir mit allen Waffen oder darf jeder mit allen Waffen spielen. In der zweiten Runde nur Sniper oder Scharfschützengewehr, also ist ja das gleiche. Und in der dritten Runde spielen wir nur mit Messer. So, und die dritte Runde ist denn, kommt drauf an, wenn es schon entschieden ist. Wenn einer jetzt beide Runden gewonnen hat, dann ist die dritte Runde nur noch Spaß. Aber wenn es denn ungleich steht, also wenn Gleichstand ist, dann ist die dritte Runde das Finale. So, und dann haben wir auch noch, also wenn ihr das gar nicht alles hören wollt, was wir hier sagen wollen, dann und nur das Gameplay sehen wollt, haben wir unten noch so einen Zeitlink, wo ihr dann direkt zum Gameplay kommt. Und ja, jetzt haben wir noch, wollten wir euch noch eben erzählen, was für Veränderungen in diesem Format noch machen wollen oder wie man das auch nennen sollte. Ja, das Ganze erzähle ich mal. Wir haben uns nämlich gedacht, wir könnten ja jetzt tausende Let's Battles machen und die ganzen Punkte hochzählen, das bringt's aber nicht. Deshalb haben wir sogenannte Staffeln eingeführt. Eine Staffel geht sozusagen, bis jemand 10-mal gewonnen hat. Und ich sag mal, der Gewinner, da haben wir uns gedacht, der darf sich eine Strafe für den Verlierer aussuchen. Und zwar zum Beispiel, dass er ein Let's Spiel Let's Playen muss, was vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel ist, wie zum Beispiel Barbie Reiterhof 7. Ich meine das jetzt nur als Beispiel. Keiner soll sich jetzt angesprochen fühlen. So, das wär's. Und dann haben wir uns noch gedacht, okay, mal angenommen, Krokiam hätte jetzt mit 10-mal Gewinn gewonnen, aber ich hätte ihn 8-mal geschlagen. Das wäre ziemlich blöd. Dann geht's in der zweiten Staffel, wird sozusagen wieder auf 0 gesetzt, aber die Gesamt, sage ich mal, Gewinne zählen wir. Und sage ich mal, nachdem jeder 10-mal gewonnen hat, gibt es eine kleine Ministrafe. Was wir da machen, überlegen wir uns noch. Vorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und auch schon Spiele. Die, sag ich mal, sehr schrecklich sind und den anderen vorstellen könnten, könnt ihr gerne auch in die Kommentare spielen. Oder wenn ihr es geheim halten wollt, könntet ihr sogar uns eine private Nachricht schicken. Ich will aber auch gar nicht so doll labern. Es soll nicht wie sonst immer so sein. Ich klicke jetzt auf Bereit, damit Krokia mir nicht den Start erzwingen kann. Und los geht's. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Du bist doof. Danke. Bitte. Das ist sehr nett von dir, doch, ja. Wir legen los auf der Map Drecksarbeit. Du kennst dich da ja ein bisschen aus, Martin, nicht? Na klar, mein Geschäft. Ja, damit kennt er sich aus. Tja, aber das habe ich ja alles nur von dir gelernt. Ja, Also, Master of Disaster, nicht? genau. Back to the roots. Okay, also wie gesagt, jetzt haben wir freie Waffenentscheidungsgewalt. Und jo. Ich glaube, ich nehme einfach mal Kommando, weil ich den irgendwie bisher immer genommen habe. Und es soll losgehen. Ja, vielleicht werden schon einige sehen. Ich habe jetzt vielleicht nicht die schönste Grafik hier, aber es geht natürlich um die inneren Werte, nicht? Na klar. So, Deathmatch Nur einer beginnt. kann siegen, alle anderen gehen zugrunde. Genau. Gute Ansage des Sprechers hier am Anfang. Auch noch hier. Nee, das hat er bei mir nicht. Oh Gott. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht. Das ist das. Oh, das war jetzt so doof. Ich hab grad. Nee, das erzähl ich dir besser nicht, sonst lass du mich aus. Ich bin gerade auf Q gekommen. Und wo bist du? Ja, kannst das mal eben essen. So, und heilen können wir uns übrigens auch hier mit H, falls jemand das Spiel nicht kennt. Ja, mit H. Und das sieht denn so aus. Das ist noch eine milde Animation, also für Leute mit schwachen Nerven ist das kein Spiel. Man sieht natürlich, dass es jetzt nicht echt ist, also man kann schon den Unterschied zwischen Computer und Realität erkennen, aber ich finde, so für, wenn man sowas, was weiß ich, manchmal wird ja im Fernsehen so gezeigt, wie jemand gerade aufgeschnitten wird oder irgendeine OP gemacht wird, und wer das nicht sehen kann, wird im ersten Moment auch in diesem Spiel so ein bisschen weggucken und wäh sagen. Mich ärgert es Also, gerade extrem, dass die Framerate sagt, hey, ich muss nur noch mit 20 Bildern pro Sekunde laufen. das ist natürlich eine ganz beschissene Situation. Ich hab dich doch hier eben schon gesehen. Bisschen hingerannt. Ach, Überraschungsmoment. Das ist ab. Oh. Okay, gut. Leute,
Ich weiß gerade selber nicht, was mein Rechner hier für Spacken wieder hat. Müsst ihr einfach mal eben so hinnehmen, diese Lags. Wie gesagt, im Notfall schaut euch das mal eben aus Krokiams Sicht an oder so. Das ist wirklich ärgerlich, aber soll ich ihn verprügeln, mein Computer, oder was kann ich machen? Schlag drauf. Am liebsten würde ich das momentan machen. Hier in den Probeaufnahmen lief noch alles rund, aber jetzt hier auf einmal fangen die Spacken an. Aber wir beginnen lieber mal nicht ein neues Match, denn es gab so ein paar Probleme schon im Vorhinein mit den Probeaufnahmen. Hat man das verstanden? Gesundheit. Bin, Bist du krank, ich hab, ich Martin? bin, ich hab Asthma. Erst seit gestern und seit 2 Stunden, aber okay, gut, Oh. das war jetzt. Das war, wie sollte man sagen, fair. Na, es geht so. In meinen Augen war das fair. So. So, jetzt wollen wir aber ein bisschen unfair werden und wollen den lieben Krokian mal kräftig den Hintern versohlen. Genau. Ach ja, wir haben auch ein neues Endbild. Also wir hatten ja immer so ein Endbild, wo man zu einem anderen Video gekommen ist, was ihr auch natürlich in der Beschreibung findet. Aber, was wollte ich aber Ja, noch a... wir haben dazugelernt, beziehungsweise der Matti hat auf einmal seine nicht künstliche, künstlerische Ader entdeckt und hat natürlich sich sofort ein neues Endbild entwickelt und das ist wirklich wunderschön und das könnt ihr auch nachher sehen, wenn ihr dieses Video zu Ende schaut. Es sieht zwar immer noch ziemlich billig aus, also wenn ich das jetzt so vergleiche, ist es auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Aber es ist immer noch billig und das vorige, wenn ich das jetzt sehe, ist das ganz billig. Made in China war das vorige. Wir mögen es halt billig, nicht? Genau. Billig. Billig und qualitativ schlecht. So muss Boah. es. Habe ich dich mich gerade selber in die Luft gejagt? Nö, ich habe dich getötet und dann auf das Fass geschossen. Oder ich wollte erst auf das Fass schießen, um dich zu töten. Aber Aber dann... du hast natürlich wieder hier völlig wieder im Klaren, wieder hier der taktischen Vorteil sind. Ey, das geht jetzt wieder ganz. Das, jetzt haben wir wieder Gleichstand. Also ich bin ja zugegeben gespannt auf die zweite und dritte Map. Runde. Runde. Ach, ja, mit der Runde ändert sich ja auch die Map, nicht? Aber wir wollen gar nicht verraten, welche Map als nächstes kommt. So, ich glaube, da habe ich doch jemanden schon gesehen, oder? War das er etwa? Ja, das ist er doch. Das ist doch der kleine Oh Krokian. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Das Gott. ist er doch. Das ist er doch. Der kleine Hosenmatz. Hallo. Hier sehen wir übrigens wieder eine realistische Darstellung, wie er sich eine Kugel aus dem Schuh entfernt, die total falsch platziert ist. In der dritten Runde werdet ihr auch noch so ein oder andere Animation sehen, die vielleicht nicht immer ganz realistisch sind, aber das macht doch ein Spiel zu dem, was es ist, nicht? Genau. Ich meine, man sagt ja immer in Spielen, so, die Spiele sollen realistisch sein. Das ist auch gut, aber wenn jetzt ein Spiel genauso aussieht wie die Realität, dann wäre es doch langweilig, weil die Realität kennt man ja schon. Es gibt einen Sie guten haben noch Spruch, 5 den ich nur Minuten. zu pflegen tut. Ein Spiel kann immer realistischer werden, aber es kann nie 100% realistisch sein. Punkt, aus, Ende. Das war jetzt mein Satz. Wir sollten vielleicht noch eine Frage vielleicht mal eben kurz klären. Warum kam eigentlich so lange kein neues Let's Battle mehr? Und das lag einfach nur aus zeitlichen Gründen. In Klammern gesetzt, wir hatten keinen Bock, nein, Scherz. Aus zeitlichen Gründen kann man sagen, oder? Ja, doch, das war immer, dass man einfach, dass wir uns, es müssen ja beide Zeit haben und dann hat mal der eine keine Zeit gehabt und dann der andere. Also was ist denn hier los? Habe ich nicht nachgeladen? Tja. Ich glaube, ich muss mal andere Geschütze auffahren, aber so, im Moment ist das eigentlich schon die beste Waffe, die man haben Wie kann. viel Zeit haben wir noch? Weiß ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken, welche nehme ich denn? Welche nehme ich denn? Ich glaube, Ich habe ich will nämlich mal. schon so eine Taktik, wie ich gewinne. 4 Minuten noch. Ach so, nee, dann wäre das jetzt. Ich dachte, wir haben jetzt noch eine Minute, dann wäre ich jetzt stumpf in die Ecke gegangen. Und hätte natürlich von da aus gekämpft, wie ein Mutiger. Ja, klar. Ach, das ist eigentlich gerade peinlich. Du hast da die Framerate-Einbrüche und alles. Ich habe hier 90 Bilder, gerade wenn ich so gucke, und das
Also ich mochte ja ist. Dio-Shows schon immer lieber als Bilder, Videos nicht. Nee, Leute, aber es geht mittlerweile. Wir sind mittlerweile endlich mal wieder auf dem 20-Bilder-Niveau angekommen. Sag mal, wie bist du denn da so schnell rumgesprintet? Ah, Wallhack und alles sowas. Ja, Container. Speedhack, ganz schnell rumgerannt. Sag mir mal bitte, wo es hier Mauern gibt, wo sich ein Wallhack lohnt. Ich bin schnell durch den Container gegangen. Wow, oh. Ach Mist. Was soll das denn? Nichts. Also, ich habe heute, glaube ich, noch nicht mein Zielwasser getrunken. Also, das ist ja hier. Wow, wie kommst du denn da hin? Also, das ist jetzt echt peinlich, was ich da gerade fabriziert habe. Na, Ich habe ja gar keine okay, Kugeln gut, mehr. okay, gut. Warte mal, warte. Ich wollte gerade noch eine Granate oder eine Dingsbums hier Molotow-Cocktail Ich werfen. ärgere mich gerade so richtig, dass ich mich nicht geheilt habe, weil sonst hätte ich dich gekriegt, du alte Sau. Tja, so im Nachhinein kann man das immer sagen. Hätte Ja, ich dich gekriegt. eigentlich hätte ich ja auch vor der Aufnahme, eigentlich hätte ich ja noch 100 Stunden das Spiel spielen können, um ein bisschen zu trainieren. Aber ich hab's nicht getan, wie ärgerlich. Ich werde gleich morgen damit anfangen. Mein Gott, warum mache ich jetzt die ganzen Fehler, wo ich mir doch gesagt habe, ich bin nicht so blöd und mache diese Fehler und renne einfach gegen dieses explodierende Scheiß mich. Schieß mich tot halt. Tot. Ja, genau. Tot. Tot, lebend. Bei tot leben muss ich, also jedenfalls hier nicht kennt von SpongeBob, nicht? Mach's doch mal Warten bitte Sie noch nach, 2 Minuten. Marty. Bleiben Sie dran. Was? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Kennst du das nicht? Tod, Leben von SpongeBob? Das kennst du doch hier, Mensch. Weil ich Kann sein. muss immer, wenn ich das höre, muss ich immer an deinen, glaube ich, ersten Let's Play-Part von Oblivion Let's Play. Sag mal, das gibt's doch hier nicht. Schnell heilen. Oh Gott, das ist ja da ziemlich am Ende Na, auf jeden des Fall Lebens. muss ich immer dann an deinen ersten Part von Oblivion denken, weil da hast du das immer gesagt. Ja, immer gesagt, das hört sich jetzt blöd an, aber ich hab's da Du hast gesagt. es ein, glaube ich, zweimal gesagt. Ich hab versucht, damit lustig zu sein. Ja, das Und versuchst du heute so noch. im, also ganz ehrlich, so im Nachhinein denke ich so, oh Gott, was hast du da nur für Scheiße gelabert? Aber irgendwie, ich hab sogar mal überlegt, das wirklich ganz ehrlich zu löschen. Let's Play Oblivion. Oblivion, Oblivion. Eine Minute. Und Es bleibt noch dann genügend habe ich aber Zeit. so gedacht, du hast da so viel Zeit investiert für. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen. Ja, so viel Zeit für investiert, dass du das nicht löschen kannst, weil ich meine, das wäre ja plötzlich, hast du die ganze Zeit, die du dafür. Ach, jetzt habe ich die andere Waffe. Also die ganze Zeit, die du daran gesessen hast, wäre denn ja weg. Und das wollte ich denn nicht. Also deswegen gibt's das noch und das wird ja auch noch gut angeschaut. Ja, es hat, glaube ich, fast 20.000 Aufrufe mittlerweile. Ah, gut, also es ist keine Fernkampfwaffe, die ich hier habe. Nee. So geht das, Nick. Hier, ich schmeiß das jetzt mal einfach dahin, ohne Grund. Du siehst mich gar nicht, oder? Oh Gott. So, jetzt ist leider schon die Musik zu Ende, sonst könnte ich echt mal hier noch ein bisschen aufholen, aber. Ja, jetzt zum Ende läuft die Framerate natürlich wieder super, nicht? Das ist ja mal wieder hier. Das ist doch Verarsche. Oh, jetzt ist Ende. Und? Die Musik wird lauter. Ach ja, Dieses. Runde Nummer 1. Ah, ich bin schon Level 2, aber wieso habe ich keine Diamanten bekommen? Egal. Wir legen mit der zweiten Runde los. Wo ist. Erst gleich, wir müssen das hier durchlaufen lassen. Ach Und dann ja. müssen wir noch 10 Sekunden warten, weil es erst dann in die nächste Runde geht. Okay, gut. Eigentlich, wir sind doch beide Level 2. Das heißt, wenn wir wollen, können wir in der Sniper-Runde beide die Dragoon aufnehmen oder wir bleiben beim Standardgewehr. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich einen Diamant habe. Muss ich mal ganz ehrlich gucken, jetzt gerade mal eben. So, der Krokiam hat mal wieder so fies wie er ist, einfach den Start erzwungen. Tja, so bin ich. Du Arsch. Und jetzt, ah ja, nächste Map. Die letzte Bastion heißt die. Wieder 10 Minuten und wie gesagt, Sie verdienen diese Sniper. Beförderung. Harte Also, ich Arbeit habe einen lohnt sich. Ich Sie auch. haben Dann neue können wir Waffen. tatsächlich die Dragoon aufnehmen. Da. Gut, dann verbessern wir das doch mal und nehmen die Dragoon auf. So, die sieht so aus. Ich mache mal hier einmal eine kleine Dia-Show. Gefängnis des Forts. So, die sieht Das das ist aus. ein Da gibt es schön Deathmatch. viele Sniper-Positionen. Was übrigens der Vorteil an der Dragunov ist, sie hat zwar jetzt nicht so die Durchschlagskraft, aber ihr müsst. Ach, jetzt haben wir natürlich die erste Sniper-Waffe nicht ge gezeigt, aber
Wer das Spiel kennt, weiß es, man muss ständig, ich sag mal, umständlich, sag ich mal, die Patrone neu spannen oder nachladen oder was er da auch macht. Und naja, das ist etwas ärgerlich. Hier kann man einfach schön. So, ich habe das jetzt mal einfach gemacht, damit ich aufs. Ja. Ich glaube, ich. Halbautomatisches Gewehr oder so nennt man das. Das ist. Wo schießt du denn? Ah, Zielwasser. Zielwasser. Zielwasser, Zielwasser. Ja, das ist. Okay, ich will gar nicht mich au ich will gar nicht anfangen, mich aus herauszureden. Das wäre ja schon wieder. Ja. Das wäre mal wieder hier. Das wäre für mich typisch, aber das mache ich jetzt nicht. Warte mal, was mache ich hier eigentlich mitten? Ich bin auch echt. Ich stehe hier echt auf dem Präsentierteller, so. Weil mir unten lang. Links. So. Hallöchen. Oh, warte mal. Da ist doch irgendjemand oben da am Rumwurfstillen. Ja, ich such dich noch, ich such dich, das. Wieso? Was heißt hier, du suchst mich, ich such dich? Du schießt auch schon. Ach, da steht er wieder. Ich hab getroffen. Ja! Yes! Go, Martin, go! America! Kackt! Nee, das sage ich jetzt nicht. Oder hast du dir das Video mal angesehen? Na. Ach so, weil. Ich glaube. Ja, red dich aus, red dich aus. Also im Notfall müsst ihr mal einfach danach suchen, wie ich glaube, der ist vom User Rentnerbank ist das hochgeladen. Das weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das Video heißt. Ich glaube, Obama wird zusammengeschlagen. Jetzt nicht so unter falsch vorstehen. Das ist jetzt kein politisch feindliches Video, aber ihr müsst euch das so vorstellen. Da hat jemand aus verschiedenen Sachen, sag ich mal, also der hat wirklich aus normalen Sachen total wirre, komplexe, aber auch irgendwie geniale, sag mal, Comedy zusammengeschnitten. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Und da singt der Obama an einer Seite America kackt in deine Schuhe. Das ist jetzt ohne Zusammenhang total unlustig, aber mit dem. Oh, Mensch, was? Kannst du mal aufhören zu bewegen? Nee. Ah. Ich muss sportlich aktiv bleiben, weißt du doch. Cholesterin und so, nicht? Na klar. Ist wichtig. Also mindestens 10 Meter im Monat müssen es sein. Aber als Gamer ist das ja eigentlich nicht das Problem, weil man geht mindestens einmal im Monat, geht man ja einmal zum Kühlschrank und holt einmal Monatsration, nicht? So, jetzt hast du mich schon wieder gekriegt. Ach, wir stehen gleich auf, nicht? Momentan noch, ja. Noch sind wir beide gleich auf, aber. Oh, daneben. Alter, ich hab dich doch zweimal getroffen. Du hast zweimal den Stein getroffen, habe ich Bei gesehen. mir hat der Stein geblutet. Dann, glaube ich, hast du irgendwas genommen, Martin. Wie bitte? Heinz Erhardt? Okay, gut, aber diesmal habe ich nichts genommen. Nein, diesmal nicht, nee. Also ich kann mit der Dragunov echt besser umgehen als mit diesem anderen komischen Schwachsinn, was sie da anbieten. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie mit dem anderen besser umgehen, weil da habe ich die Ja, Chance länger zielen, da kann ich länger zielen, weil du so lange zielst. Also wir hatten eben eine Proberunde gemacht, um einfach mal einmal reinzukommen. Und da war die Sniperrunde hauchhoß, ja, also Verhaspler. Hauch. wir haben die Latte höher gelegt, nicht? Genau. Okay, gut, da ist es jetzt 1A-Headshot hingelegt, muss man mal sagen. Oder hast du jetzt die andere? Ich hab dir eigentlich im Fuß geschossen. Eigentlich hast du im Fu Ja. Wie war das noch? Einst war ich ein Krieger, dann bekam ich ein Pfeil ins Knie. Ja. Nur ein Schuh, nicht? Müssen wir mal gucken, was der eigentlich für Schuhe trägt. So, Sandalen oder so tut natürlich schon weh, nicht? Aua, es explodiert hier ja. Du bist auf der mittleren Ebene, habe ich dadurch Zeug. Ich habe hier langsam echt. Na. Ich fühle mich. Meine Maus ist. Ich glaube, ich muss meine Maus mal langsamer Ja, stellen. ja, Das ist ja, ja ja, hier. ja, 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 ja. Hier immer die. Ach, ich bin ja. Na. Kann ich ja nicht durchschießen? Das ist ja. Also, ich kann doch mit einem Scharfschützengewehr durch eine Holzwand schießen. Kann ich das? So, ich mache das jetzt mal ein bisschen schlauer, wie ich eigentlich sonst machen würde. Ich werde nämlich einfach deine Sie Taktik haben noch an. 5 Minuten. Noch 5 Minuten? Nee, Moment, zweimal musst du noch sterben, dann kann es von mir aus schon vorbei sein. Ah,
Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da guckst du raus. Aber da guckst du doch nicht raus. Nee, ich guck nicht so gerne aus Löchern heraus, weißt du? Ich gehe lieber rein, weißt du? So, wo steckst du, du? Du kleine. Du. Ich. Wen meinst du? Meinst du mich? Nee, ich meine schon dich. Wieso dich? Mich? Meinst du, ich meine dich? Bist du denn jetzt schon wieder hin? Wir sollten uns eine kleine Map kaufen, Schatz. Wir verirren uns hier immer nicht. What the Scheiße, fuck? ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Scheiße. Aber ich hab dich getroffen. Ja, hier sehen wir übrigens, also das mache ich auch jeden Morgen. Ja. Muss einfach sein, nicht? Na, wenn du wenigstens gestorben wärst beim Runterfallen. What the fuck? Scheiße, ich bin ja nicht sicher, oder? Also, wirklich, ich habe mein Zielwasser wirklich nicht getrunken. Das will gar nicht wissen, wo du dein Zielwasser kaufst. Einen kleinen Clan, bisschen Wasser. Immer so ein Tropfen pro Tag, nicht? Wirkt schon Wunder, nicht? Genau. Einmal nippen. An Wasser nippen. Ja. Nicht, dass du. Okay, gut. Das war nun wirklich mein Fehler. Hätte ich mal den ersten Schuss getroffen. Hätte Fahrradkette, nicht so. Hätte der Hund nicht geschissen, wäre die Katze tot. Hä? Das verstehe Kennst du den Spruch nicht? Warte mal. Ich doch, ich kenne den Spruch, aber ich kenne das. Hätte der Hund nicht gebissen, wäre die Katze nicht zerrissen. Gut, ich kenne ihn anders. Der Form ist er ja gar nicht so lustig wie bei mir. Na gut, er ist nicht wirklich lustig. Er ist katzenfeindlich, Bist nicht? du. Ah! Alter, du tötest mich Tja. mit einem Schuss, ey. Hast du wieder die Steine bluten lassen? Habe ich dich getroffen? Ja. Gut, okay. Der Stein hatte da in diesem Falle nicht geblutet. Was mache ich jetzt? Abkürzen. I have the idea Ja. that I exploding bzw. I spreng the all map and you kill 100 times and then I win. So, komm. So Oh. muss das jedes Mal laufen, nicht? Ich Müsste. mache aber auch immer wieder den Fehler, dass ich nicht den Kopf anvisiere, weil der Kopf ist halt so klein, nicht? Ich sehe gerade, ich habe meinen Xbox-Controller noch angeschlossen. Ich probiere mir jetzt einfach mal mit dem Xbox zu. Ich Ja, spiele. Also, ich mach spiele. das doch bitte. Ja, mach das doch bitte. Er kann da. Oh Gott, da schmeiße ich ja gerade. Das wird geil. Also, ihr müsst wissen, ich bin richtig schlecht mit Controller. Also, ihr seht diese schlechte. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es gibt natürlich auch gute Spieler. Bitte spiel doch ein bisschen. Bitte. Die auch gut am Controller spielen können, aber An ihre Maus nicht. und Tastatur sind präziser, meiner Meinung nach. Und ich hatte noch nie wirklich eine Konsole, nur mal, was weiß ich, auf einer Xbox Halo gespielt, aber sonst nicht wirklich. Bei mir. Deswegen wird das ein Desaster. Wo bist du? Nur weil du mir nur mich mit deinem Controller umgehen kannst, nicht? So. Da habe ich dich gesehen. Oh Gott, oh Gott. Alter, Ach, jetzt du hab brauchst ich. ja sowieso Jahre. Was ist das denn, So, Alter? jetzt mache ich wieder, jetzt mache ich wieder Alter, wie normal. peinlich war das denn gerade? Oh, ich darf diese Perspektive gar nicht mehr hochladen nach dem Desaster. Jeder Mensch hätte sich an den Kopf gefasst und erstmal vor Schande hätte er sich. So, warte mal, ich habe noch eine So, Chance. jetzt spiel ich wieder mit Maus und Nee, Tastatur, kannst weil du, komm das. noch So, zu. nachher gewinnt er noch und das können wir ihn nicht durchgehen lassen. Nein! Oh. Wir hätten. Es hätte einen Gleichstand geben können, Martin. Hätte, hätte, Was hätte, hätte, geht, Krieg? hätte. Tja. Kannst du nicht noch ein paar Mal spielen mit Xbox? Komm. Jetzt kann ich wieder einmal mit Xbox spielen. Xsche Boxsche forever, nicht? Aber wenn ich ein. So, jetzt spiel ich Ja, wieder. deine Mission. Du hast erst gewonnen, wenn du einen Kill damit hinkriegst. So, ich muss mal. Ach, da. Okay, gut. Linke Rückentaste heile ich. Ich probiere gerade alle Tasten Also, springen. Okay, linke kriechen. Rückentaste heilt man sich, Alter. Was ist das denn für eine Steuerung? Schießen tust du dann wahrscheinlich mit A, nicht? Exzellent. Nein, hier Oh. LB. Ach LB so, die und kleinen. L. Ach so, die Der, kleinen. die kleine. Und LT ist ranzoomen.
Ah. Hä, das ist aber ein Gut, bisschen, das also. ist aber ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Du brauchst jetzt nicht ablenken. Leider, oder es ist leider so. Es ist entschieden. Aber jetzt, auch wenn. Ja. Ist ja gut, so gut. Ich hasse dich. Aber nein. So, wir müssen ja fair bleiben und sagen, er hat es verdient gewonnen. Ich meine natürlich unverdient, aber mit fairen Mitteln. Nee, warte mal. Verdient mit unfairen Mitteln gewonnen oder sowas ähnliches, wollte ich gerade sagen. Ja. And I thinking now it's time to law. Heißt law nicht lachen? Tut mir leid, ich habe wirklich ein schlechtes Englisch. Du, nein, in Englisch ist perfekt. So, wie versprochen, die Messerrunde. Ich glaube, ich nehme mal stumpf einfach wieder die Sniper. Es ist egal, welche Klasse man nimmt. Oder es. Eigentlich ja. Jede Klasse hat ein Messer, nicht? Das ist ein Deathmatch. Achtung, ein Deathmatch. So. Ja, eigentlich. So, ein bisschen. Das ist so beruhigend. Man kann ja rumgehen, ohne dass. Hast du eine Granate benutzt? Nein, ich benutze gar keine Waffen, außer das Messer gerade. Da ist er doch, das ist er doch, das ist er doch. Eigentlich wollte ich das Wald da. Ah, nein, ich wollte gar nichts machen. Ja, Also, ich wollte es da du. gerade zum Brennen. Was hast du denn da für eine Maske auf eigentlich? Ich glaube, eine Gasmaske. Ja. Ich kann mich zwar. Oh Gott. Ja. Kann mich zwar nicht selber sehen. Ja, das, was du hier gerade siehst, ne, das hast du aber auch nur verdient. Oh, da muss das wehtun. Du bist ein An Leichenschänder. alle weiblichen Zuschauer hier, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sehr das schmerzen würde. Wirklich nicht. Das können nur Männer. So. Wollen wir aber den Ja. Geschlechterkampf hier gar nicht erst weiter ausdiskutieren? Ach Mensch. Ach ja, und übrigens, falls ihr euch fragt, wie wir das hier machen. Also es ist ein LAN-Spiel, deswegen haben wir jedes. Gott, du machst Schaden, was ich nicht dulden kann. Tja, ich weiß halt, wie man sein Säbel schwingt, nicht? Sehr gut. Eigentlich brauche ich mich ja nur irgendwo raufstellen und gucken, bis du kommst. Ich meine, es gibt. Gut, wenn ich dich von hinten erwische, dann. Von hinten mit dem Säbel, das kann schon mal manchmal unangenehm werden, nicht so? Ey, das ist nicht erlaubt! Ich habe dich ja nicht getroffen. Doch, du hast mich getroffen. Nein, Ich ich habe hier treffe den nie. Beweis. Ich habe hier den Beweis. So. Ich habe um dich herumgeschaut. Gut, einmal hat Blut gespritzt, aber Ja. Ich das ist sagte, kein. diese Tonne macht noch gleich Bekanntschaft mit dir. Ja, Lieber nicht. lieber nicht. Ja, jetzt. Ja, hau los, hau los. Hau, komm, komm. Wir prügeln uns jetzt vorm Container, nicht? Geil. Tja, du wusstest zwar nicht, aber ich bin suizidgefährdet. Oh, das hast du bisher aber dir nicht anmerken lassen. Es ist zwar schon traurig, dass ich suizidgefährdet bin, aber dass ich dennoch Unschuldige mit in den Tod reißen muss, das ist ne. Ja, das ist völlig. Also ich meine, wenn Verbrecher mich angreifen würde mit Messer und ich hätte meine natürlich TNT-Packung da in der Hand, also ich würde auch gleich den ganzen Park, wo ich spaziere, mit draufgehen lassen, weil ich meine, sorry, die Leute sollen sich nicht mein Blut ansehen müssen, nicht? Ach, bist mir hinterhergelaufen? Nein, ich wohne hier auf dem Dach. Und Rutschgefahr. Achtung, rutschig, ne? Rutschig auf dem Dach. Geh gefälligst aus meinem Haus raus. Das habe ich mühevoll renoviert. Sieht man das etwa nicht an? Oh, Das ist jetzt bin ich. Stand. Scheiße, ich muss mich noch heilen. Wenn ich ins Feuer laufe, gilt das dann auch, dass du mich angegriffen hast? Weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall keine Absicht. Ich dachte eben, du rennst hier rum und das ist nur dieses komische. Ach, da, du rennst ja hier rum. Du rennst ja rum. Oh, dass du schon wieder triffst. Tja, das nenne ich. Da, ich glaube, wir hätten als zweites das Messer machen sollen, damit es denn 1-1 steht. Und dann hätten wir die entscheidende Runde gehabt. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es leider schon entschieden. Außer wir machen noch eine vierte Runde spontan, nicht? Ja, das. Ja, dann könnte es ja nur unentschieden oder Dings, du weißt, stehen. Entweder. Also es könnte unentschieden oder. Was will ich jetzt eigentlich sagen? Oder dass ich nochmal Sieg weiter ausbaue. Dann.
Wenn du jetzt auch gewinnst. Es muss ja nicht unbedingt... Also. Tja, das ist einfach verdient. Das ist so. Da kannst du... Na gut, eine Trostrunde für dich. Daran kannst du nichts ändern, Matti. Hier spricht dein Unterbewusstsein. Du bist eindeutig dafür... Nee, jetzt habe ich den Satz falsch angefangen. Nee, warte mal. Du hast es verdient, so. Du hast es verdient. Das müsst ihr jetzt mal in den Chor singen und dann immer so, wenn du irgendwas Schlimmes tust oder beziehungsweise stirbst. Du hast es verdient. So, da ist wieder der maskierte Verbrecher. Wie man nur dein Klicken hört. Ja, ich... Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, wenn man natürlich mein Klicken hört. Aber ich war immer zu geizig, mir ein Headset zu kaufen. Deshalb habe ich immer noch mein gutes altes Standmikrofon. Und das hört sich ja nicht schlecht an. Das bleibt noch 5 Minuten. Ja, das ist auch irgendwie etwas, was man immer wieder bei Let's Plays so die ersten sieht. Die Mikrofon ist echt total schlecht. Aber das liegt gar nicht unbedingt am Mikrofon, das liegt meistens am Aufnahmetool. Wenn man die Stimme nämlich mit zum Beispiel, ich sag jetzt mal einfach so, als Beispiel mit Fraps aufnimmt, dann... Mist. Ja. So, und jetzt hier wieder was Geniales. Also ich wurde mit einem Säbel geschlagen, aber eine Kugel im Knie, nicht? Ach ja, das hatte ich auch. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, der Witz war nicht mehr lustig, nicht? Der war... Ist schon normal. Genau. Das gehört zum Alltag. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, stoße ich mir auch erstmal mein Knie an der Bettkante und dann läuft die Suppe, aber das ist ein echt ekliger Gedanke, wenn ich das so sagen darf. Ja, Mensch, wo bist du? Da bist du. Alter, ich wollte gerade mal eine Minute von dir Ruhe haben und dann störst du mich hier wie... Okay, gut, da hast du echt gut getroffen, muss man sagen. Dankeschön. Du bist heute so... So loben. Also ich bin heute einfach nur nett zu ihm, deshalb lasse ich ihn gewinnen. Schon wieder eine Kugel hier. Im Handgelenk. Hast du da hingeschlagen? Ein Handgelenk? Ja, unterm Handgelenk. Ja, wollte ich eigentlich abschlagen, aber ich habe mir so gedacht, komm, ich will dir nur mal ein bisschen ärgern, dass du da eine scharfe Stelle hast. So, jetzt... So. Pö? Eigentlich wäre es auch mal so richtig geil. Ich habe gerade eine richtig geile Idee. Na, jetzt bin ich gespannt, wo du mich jetzt hintreiben willst. Na, was heißt denn treiben? Ich locke dich. Wo sieht man? Ah, ich habe auch beim Handgelenk wieder sowas drinne. Da komm doch her. Wo bist du denn? Ich habe dich irgendwo hier hinlaufen sehen. Ein Tipp, ich bin ganz weit oben. Ach, du bist so scheiße. Ja, komm mal hoch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin auf Kuh gekommen. No weapons, no weapons, I am peaceful. Alter, ernsthaft, lass den Scheiß. Alter, Scheiße, Alter. Entschuldigung, mein... Scheiße, jetzt kriegst du aufs Maul, du alter Neger, du. Sorry, du, da ist mir mein Flammenwerfer abgegangen. Ja, ich will gar nicht wissen, was dir noch gerade abgeht. So, scheiße, ich habe die Dracunov noch gewählt, sonst würde ich dumpf anfangen, dich abzuballern, aber wir wollen natürlich ehrlich sein und schlachten uns nur mit Messern ab. Das ist nicht so verschwenderisch, nicht? Was Kugeln und Munition so angeht. So, den Turm, der war eindeutig nicht so ratsam, wie ich gesehen habe. Ey, ich fühle mich gerade richtig verarscht, dass die Framerate wieder so genial läuft. Naja, was heißt genial? Es ist halt flüssiger, nicht? Noch 2 Minuten zu kämpfen. Bestimmt. Griff's. Scheiße. So, ich heile mich jetzt mal mitten auf dem Feldweg. Wieso, was heißt das? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist doch mehr Zufall, hier mit dem Messer zu treffen. Habe ich das Gefühl. Nein, das ist Skill, da habe ich Monate dran trainiert. Achso, na gut, dann glaube ich dir das mal. Als ich geboren wurde, hat Ubisoft angerufen, du wirst das Messern bei uns lernen, dafür kannst du es bei COD vergessen. Und das ist wahr geworden. Ja, bei COD messert man ja tödlich. Ja, da würde meistens. Das ein bisschen schneller gehen. Diamanten verfügbar, guck mal, ich habe schon 2 Diamanten. So, wie lange haben wir noch zu spielen? Aber man kann sagen, irgendwann in naher oder ganz ferner Zukunft werden wir auch COD mal spielen. Und dann, es gibt ja verschiedene Teile und dann gucken wir mal, welche wir nehmen.
Ja, ich weiß gar nicht, ist jetzt Black Ops Teil 8 oder 9? Black Ops 2. Schnell. Black Ops 2, mein Gott. Ich hab's halt nicht so damit. Alter, ernsthaft. Das hole ich jetzt auf. Jetzt die letzten Sekunden eben die Kugel rausholen. Ein Kill gelte ich dir nicht an. Und zwar, das ist da, wo du mich auf dem Turm mit dem. Das geht nicht. So, hier, das hast du jetzt davon. Nein! Du bist doof. Okay, gut. Der wird jetzt abgezogen. Jetzt ist wird der Kill da oben aber gewertet, ne? Ja, okay, aber. Gut, okay, ich bin aber noch einem voraus und da die Musik so spannend wird, habe ich mir so gedacht, ich mache jetzt mal einen auf Feigling. Ja. Na, wo muss ich dich jetzt suchen? In irgendwelchen Ecken hast du dich doch. Ach, es hat schon aufgehört, du Feigling. Du bist doch da hinten irgendwo im Dorf, schätze ich. Nein. Da in der Ecke. Okay, gut, es würde sozusagen jetzt 7 zu 6 stehen, aber ich hätte trotzdem die letzte Runde gewonnen. Ja, also steht es 2 zu 1. Och Mann, es war gerade so schön und das Let's Battle hört schon auf. Lass uns prügeln, damit es weitergeht. Jetzt kommen wir erstmal wieder ins Optionsmenü. Ja, gut. Also, ein Punkt auf meinem Konto. Momentan. Wieder. Tja, was kann man jetzt noch sagen? Wir können uns nur noch verabschieden und hoffen, dass es euch gefallen hat, was wir hier fabriziert haben für Müll. Ja. Hoffentlich qualitativer, guter Müll. Ja, Ja. der recycelt werden kann für euch. Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich für Scheiße laber. Ja, ich würde mal sagen, ihr seht gleich ein Endschlussbild, wo ihr vielleicht nochmal zu der Sicht des anderen kommt. Und zum Schluss möchte ich noch das hier sagen. Dankeschön. Ja. Das berührt mich tief. Ja, ich frag mich nur, wie tief. So, bis zum nächsten Mal. Ja. Ich wollte eigentlich irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Egal. Wir ziehen es einfach noch unnötig in die Länge gerade. Ja. Wir warten jetzt so lange, bis wir auf eine Stunde kommen. Also 30 Minuten haben wir es durch Spielen geschafft. Vielleicht noch allerhöchstens 15 Minuten durch Quasseln und dazwischen. Jetzt warten wir noch Ja, erzähl doch mal was vom Tag, Mensch. 20 Minuten müssen wir jetzt noch überbrücken. Ja, erzähl doch mal was von deinem Tag, Mensch. Ja, Tag war toll. Was kann man denn sagen? Ja, Tag war toll. Das sagst du später über dein Leben, deinen Enkeln auch nicht. Mein Papa, Leben war toll. wie war denn deine Kindheit? Jo, die war ganz toll. Genau. So, aber wir wollen zum Ende kommen. Ich sage Tschüss. Ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Let's Battle. Lasst euch noch was einfallen, irgendwie Verbesserungsvorschläge, also oder als Strafen, was man als Strafe nehmen kann. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber ist in naher Zukunft könnte uns doch die erste Bestrafung bevorstehen. Auf jeden Fall bis dahin Und und ciao. ciao.